mal, was du gefunden hast. Den Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kyberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Was ist das? Ja? Zeig mal. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Hoffentlich hält das. Was hast du gefunden? Der Ruf wird stärker. Beeilung! Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht es nicht. Schwer hier zu sein. Danke dir. Wir haben die uns gefunden.
Wo sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Zeig mal, was du gefunden hast. Sia, wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Triller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Grace und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kristall habe. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Ich sehe sein Licht.
sehen wir es uns an. Fall nicht zurück! Danke, BD. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher! Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Das ist gut.
Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Denke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich.